Hallo und willkommen, schön, dass ihr hier dabei seid beim Akustikplayer 1 2018 und hier bei mir in der Kolumne Hotlick. Diesmal will ich euch ein paar Solo-Patterns zeigen aus der Moll-Pentatonik. Das Besondere daran ist, dass wir mit Abzugstechniken hauptsächlich arbeiten, also mit Pull-Offs und auch an einigen Stellen mit Hammering-Ons. Dadurch können wir eine sehr flüssige und, wenn man genug übt, auch eine sehr schnelle Spieltechnik erreichen. Ja, gehen wir gleich mal in die Patterns rein. Schaut mal mit mir zusammen in Abbildung 1. Abbildung 1 benutzt ein Motiv aus 6 Tönen. Das seht ihr an der Klammer, mit der immer 6 Töne zusammengefasst sind. Die erste Sechsergruppe beginnt auf dem Ton A und hat diese Töne. Die werden aber nicht alle so angeschlagen, sondern wir haben ein Anschlag, Anschlag, Pull-Off, Anschlag, Pull-Off, Anschlag. Ja? So sieht das im Zusammenhang aus. Pull-Off jeweils vom vierten zum ersten Finger. Und dieses Motiv verschieben wir wie in einer Sequenz durch den Fingersatz abwärts. Das heißt, der nächste Startton ist das E, erster Finger, H-Saite, fünfter Bund. Wir spielen wieder diese Sechstonsequenz. Nächster Startton, eine Saite tiefer. Erster Finger, G-Saite, fünfter Bund, die Sequenz. Beginnt fünfter Bund D-Saite und die letzte Sequenz ist ein bisschen verkürzt, fünfter Bund A-Saite, das war ein bisschen unsauber. Okay, jetzt würde ich die einzelnen Sequenzen noch mal kurz durchgehen an eurer Stelle und dann könnt ihr das Ganze zusammensetzen zu einem langen Lauf. Der sieht dann so aus. Ich spiele es erstmal ganz langsam. Okay, wir müssen noch einen Blick auf die Anschlaghand werfen. Es gibt zwei Konzepte, solche Linien zu spielen. Einmal stellt man sich vor, die Anschlaghand ist die ganze Zeit im Wechselschlag. Ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf und bleibt auch in dieser Flow-Bewegung des Wechselschlages. Das heißt, wir würden spielen Abschlag, Aufschlag, Pull-Off und im Moment des Pull-Offs machen wir hier so eine angedeutete Abschlagbewegung, damit wir gleich wieder beim Aufschlag dabei sind. Das heißt, im Hintergrund läuft die ganze Zeit der reguläre Wechselschlag und die Schläge, die wir ersetzen durch Pull-Offs in diesem Fall, die machen wir einfach nicht zu den Saiten, sondern machen sie als kleine stützende Bewegung trotzdem. Es gibt noch ein zweites Anschlagkonzept, das entwickelt sich ein bisschen aus dem Directional Picking. Da würde man so spielen. Das heißt, wir spielen Abschlag, Aufschlag, Pull-Off, Aufschlag, Pull-Off, Abschlag, Abschlag. Zweimal Abschlag, weil das sowieso in der Direction, also in der Spielrichtung liegt. Sorry. Ja, also immer wenn zwei Noten in der gleichen Spielrichtung liegen, würde man die auch in der gleichen Richtung anschlagen. Da muss man sich aber pro Linie sehr viele Einzelgedanken machen. Deshalb würde ich euch empfehlen, das erstmal mit diesem Wechselschlagprinzip zu probieren. Okay, jetzt spielen wir diese Linie mal zum Klick durch. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das müsst ihr jetzt eine Zeit lang machen, bis das schön flüssig ist.
Wenn das klappt, steigert ihr das Tempo. Und wenn es richtig gut klappt, könnt ihr mal versuchen, das Ganze auch Double Time zu spielen. Also einfach die gleiche Linie in die 16-Ebene zu transportieren. 1, 2, 3, 4. Das funktioniert ganz gut, eben durch diese Abzugsbindungen. Okay, schauen wir uns Abbildung 2 an. Die ist ein bisschen kalkulierbarer. Da haben wir nämlich ein Viertonmotiv. Es beginnt auf dem Ton A, vier Töne abwärts, mit einem Pull-Off. Dieses Pattern schieben wir auch abwärts durch den Skalenfingersatz. Zweites Motiv fängt auf dem E an. Dann G-Seite, Ton C. D-Seite, Ton G. Und die letzten drei nochmal im Zusammenhang. Okay, probieren wir es mal zum Klick. 1, 2, 3. Probieren, in Double Time zu spielen, also in 16. 1, 2, 3, 4. So, in Abbildung 1 hatten wir ein Sechstonmotiv, in Abbildung 2 ein Viertonmotiv. Und zu guter Letzt in Abbildung 3 kombinieren wir das Ganze und haben eine zehntönige Phrase. Schaut euch mal die Noten von Abbildung 3 an. Ich zeige euch mal, wie das gedacht ist. Wir haben den Startton A, spielen erst das Sechstonmotiv und direkt im Anschluss daran vom gleichen Startton A aus das Viertonmotiv. So, und das schön flüssig in einer Bewegung. Das sieht dann so aus. Okay, nochmal. Und dieses Muster schieben wir wieder abwärts durch den Skalenfingersatz. Nächster Startton wäre das E im 5. Bund H-Seite. Das ist das Sechstonmotiv, das Viertonmotiv und kombiniert. Dann kommt der nächste Startton. C, 5. Bund G-Seite, das Sechstonmotiv, das Viertonmotiv und kombiniert. Entschuldigung. Letzter Startton, G, 5. Bund D-Seite, Sechstonmotiv. Viertonmotiv und Schlusston A. Kombiniert von dem G aus sieht es dann so aus. So, die große Herausforderung ist jetzt, diese vielen Einzelteile, sechstönig, viertönig, wechselnde Starttöne, zu einer langen, fließend artikulierten Linie wieder zusammenzusetzen. Ich spiele es euch erstmal relativ langsam als eine lange Linie vor. So soll das klingen. So, das würde ich jetzt ein paar Mal durchspielen, vielleicht ganz zart das Tempo ein bisschen erhöhen. Und dann versucht ihr mit mir zusammen das jetzt nochmal in Time zum Klick durchzuspielen. 1, 2, 3.
Anhand dieser Läufe könnt ihr auch eure Pull-Off-Technik nochmal richtig auf Vordermann bringen. Und wer schon ein bisschen Erfahrung hat, auch mit Plektrum-Spielweise, mit Pentatonik-Fingersatz, kann immer auch probieren, die in Achtel notierten Läufe einfach mal in Double-Time zu spielen und auf die 16-Ebene zu bringen. Ich zeige euch zum Abschluss noch Abbildung 3, gespielt in der 16-Ebene. Das ist nicht unbedingt zum Nachmachen gedacht für alle, aber durchaus für diejenigen, die schon ein bisschen ambitionierter als Solo-Gitarristen mit Single-Note-Lines unterwegs sind. Das klingt dann so. 1, 2, 3, 4.